und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X und ich habe wieder über die Nacht ein paar Coins zusammengefarmt und zwar 824 Milliarden. Und ich würde sagen, für die öffne ich einfach mal wieder ein paar Empyrean Eggs und hoffe endlich mal wieder auf ein Angelus. Ich werde auch wahrscheinlich bald mal ein Video machen, wo ich ein paar Wyvern of Hades ziehen will, weil ich habe bisher auch nur einen in Gold. Ich hätte gern mal so noch 5 weitere, damit ich mal einen in Rainbow machen kann und ich denke, dass das gar nicht so lange dauern sollte. Aber jetzt holen wir uns erstmal einen neuen Golden Angelus, hoffe ich mal. Bevor das Video beginnt, Leute, like das Video und abonniert auch meinen Kanal, weil nur 25% meiner Zuschauer haben meinen Kanal abonniert. Also, ich würde mich über ein Abo sehr freuen. So, Exclusive Shop und mal meine Lucky Potions hier reinpacken. Und jetzt können wir auch schon Auto Hedge unturnen und einfach mal schauen, was wir hier so rausbekommen. Ich hoffe doch ein paar Mythicals. Ich hoffe wirklich sehr. Ich will mal wieder einen Angelus haben. Nach langer, langer Zeit. Auto Delete habe ich ja auch dieses Mal aus. Das ist sehr wichtig. Also, Leute, es wäre schon ziemlich cool, jetzt ein gutes Pet zu ziehen. So ein Angelus, aber bis jetzt noch nie mal ein Empyrean Dragon. Noch sieht es nicht so gut aus. Oh, das erste Legendary an der Stelle. Oh, Mythical. Oh mein Gott, direkt ein Angelus. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte, es kommt jetzt so ein Legendary, aber es ist direkt ein Angelus und ich bin schon froh. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Dann habe ich jetzt schon meinen zweiten Golden Angelus. Steht meinem Rainbow Angelus gar nicht mehr so viel im Weg. Das ist sehr schön. Darüber freue ich mich. So, Empyrean Dragons hätte ich jetzt auch kein Problem damit, dass ich den jetzt mal bekommen würde. Oh mein Gott. Aber schon mal einen Angelus. Das ist sehr, sehr cool. Ich brauche auch übrigens noch den Merchant ein bisschen oder ein paar Mal, weil ich mir noch ein paar Legendary Pets eigentlich für Gems kaufen müsste. Normale Pets. Bin ja mit meiner Pet Collection so gut wie fertig. Ich brauche nur noch ein paar Exclusive Pets und wenige Legendary Pets. Ich habe halt gestern im Stream alles fertig gemacht. Ich habe alle normalen, alle Epics, alle Rares komplett fertig. Mir fehlen noch so 5 Legendaries. Dafür sollte ich aber auch nicht allzu lange brauchen. Diesen mache ich vielleicht heute im Stream. Ich werde wahrscheinlich heute 18 Uhr streamen, also seid dabei. Heute 18 Uhr. Und das nächste Legendary oder Mythical Legendary, der erste Empyrean Dragon nach 300 Milliarden oder so. Naja, 200 Milliarden. Das hat aber auch lange gedauert. Jedenfalls, ich werde das streamen, meine Pack Collection ein bisschen erweitern und natürlich auch noch Pets verschenken. Da ich ja jetzt gerade ein paar Pets hatche, kann ich die ja auch verschenken dann direkt. Bis zum nächsten Update will ich nämlich übrigens meine Collection voll haben und das nächste Legendary, wollte ich sagen. Der nächste Golden Empyrean Dragon. Sehr cool. So freut mich das. Ich wundere mich auch, was mein Angelus für Enchantments hat, aber das schauen wir uns erst später an. Da will ich noch warten, welche Enchantments er hat, ob er stärker ist als der, den ich jetzt gerade habe oder vielleicht sogar schwächer. Und ich hoffe, er hat kein Glittering, so wie es jeder hat. Magnet, okay, akzeptiere ich, aber muss nicht unbedingt sein. Und das nächste Legendary oder Mythical Legendary Empyrean Dragon Golden. Gut, ich beschwere mich nicht. Nehme ich immer gerne an. Noch ein Angelus, auch kein Problem. Aber natürlich nehme ich sowas auch immer an. So, bisher von den Legendaries nicht so viel Luck, aber hier haben wir wieder eins. Sehr, sehr schön. Aber Mythical, mega Luck. Das war das 10. Ei oder so. Also, es war sehr schnell, dass ich meinen Golden Angelus hier bekommen habe. So, ich bekomme auch einige gute Empyrean Foxes. Ich kann wieder was verschenken an euch. Und das nächste Legendary... Oh, was? Schon wieder ein Angelus? Das ist insane. Das ist insane. Auf 400 Milliarden 2 Golden Angelus gezogen. Oh mein Gott, wieder ein Legendary. Das ist so krass. Und in dem Angelus Ei war auch noch ein Legendary drin. Das ist so krass gerade. 2 Angelus in einem Unboxing. Oh mein Gott. Dann kann ich das Ziel mit dem Rainbow Angelus vor dem Update sicher noch schaffen. Nee, sicher nicht, aber es ist gut möglich, dass ich das noch schaffe. Ich werde jetzt dauerhaft noch ein bisschen zusammensparen. Ich will den Wyvern of Hades noch haben, den Angelus und dann noch die paar Legendaries. Also es sollte schon möglich sein, denke ich. Junge. Oh mein Gott. Das ist krankes Luck gerade. 2 Angelus in einem Unboxing oder in einem im Opening. Ich würde aber sogar sagen, ab 100 Milliarden gehen wir rüber zu den Hell Eggs, weil vielleicht bekomme ich noch ein, zwei goldene Wyvern of Hades. Da würde ich mich freuen. Oh mein Gott, ist mein Inventar voll? Ja, mein Inventar ist voll. Ja, okay. Da muss ich irgendwas löschen. Oh, ich habe viele von den Dingen hier. Ich kann hier ein paar Doves löschen zum Beispiel. Die braucht niemand. Diese ganzen Doves hier. Die Hellspiders zum Beispiel will ich noch fusen eigentlich. Und ja, die kann ich löschen. Die ganzen Dominus-Pets hier. Da habe ich... Oh, ich habe einige von diesen Dominus-Pets hier. Ich habe auch noch ein paar Lava-Slimes, Hellbats. Ja, stimmt. Ich habe ja gestern noch ein bisschen gefarmt hier. Auf meine Epic-Pets und so. Aber die kann ich alle löschen mittlerweile. Die brauche ich nicht mehr hier. Oh, aber es dauert wieder so lange, die zu collecten. Wäre viel cooler, wenn ich da einfach so rüberwischen könnte und dann so eine ganze Reihe ausgewählt hätte. Ich glaube, so schwer wäre das gar nicht zu programmieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Ich will das ja nur studieren. In so
einem Monat. Ja, ich sollte mich vielleicht wirklich mal damit befassen. Keine Ahnung. So, jetzt aber hier die ganzen Löschen. Das sind locker 200 Dominusse hier, die ich jetzt mal spontan löschen muss. Brauche ich ja nicht mehr. Ich habe da gestern ein paar aufgemacht, weil ich mir dachte, so kann ich vielleicht einen Three-Headed Dragon fusen. Das ist auch möglich. Aber ich habe nicht Rechnung damit gemacht, dass ich dafür 500 Dinger zusammen golden und dann Rainbow machen muss. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Und dann muss ich ja auch noch Glück haben. So, okay, das waren 200 Pets, die ich jetzt gerade einfach gelöscht habe. Dann diese Cobras hier kann ich noch wegpacken. Einfach ganz spontan schnell. Den Dino hier. Die Hellchicks braucht einer auch keiner mehr. Hellrocks genauso. Ah, Hellhounds auch. Die brauchen wir alle nicht mehr. Alle weg. Okay, Shadow Griffins lasse ich aber noch. Die Epics werfe ich nicht so gerne weg. So, und jetzt kann ich noch bis zu 100 Milliarden schnell öffnen. Und dann machen wir den Wyvern of Hades hoffentlich noch auf. Oder openen noch einen so. Vielleicht mache ich auch 150 Milliarden, weil ich will noch ein bisschen Cash hier opening machen für ein paar Wyvern of Hades. Oder ein Wyvern of Hades wenigstens. Und noch ein Legendary Pet, ein Empyrean Dragon. Sehr schön. Oh, direkt noch ein Legendary Pet. Oder Mythical. Oh, Legendary. Das ist so ein dritter Entschluss. Wäre ja mega huge. Oh, Junge, noch eins. Und wieder ein Empyrean Dragon. Gut. Das waren gerade drei Legendaries hintereinander. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich weiß, dass es Legendary oder Mythical sein muss. Weil normalerweise skippen die Exons sind so schnell direkt weg. Die hatchen so schnell. Aber bei Legendary und Mythical habe ich eingestellt, dass die einfach langsam hatchen und ich die nicht skippen kann. Ich finde das ziemlich cool. Das erzeugt nochmal so ein bisschen Spannung. Oder so die Vorfreude. Die Endorphine werden ausgeschüttet. Und da freue ich mich immer. Das ist halt dann auch noch diese zwei Sekunden, wo ich fragst, okay, ist es jetzt ein Legendary oder ist es ein Mythical? Das ist vor allem bei diesem Ei ziemlich krass. Oh, Legendary oder Mythical? Hier haben wir das Spiel und es ist ein Legendary. In diesem Egg zum Beispiel sind Legendaries häufiger als Mythicals und Legendary oder Mythical und es ist wieder ein Legendary. Mann. Och, nö. Oh, ja, ich darf gar nicht mehr so viel hatchen. Fällt mir auf. Noch, doch, jetzt noch ein Dreier. Okay. Ah, es war kein Legendary, weil ich will nicht aufhören. Ja, ich will weitermachen. So, hier haben wir unsere Angel-Liste. Oh, ich habe sogar ein paar bekommen. Dann kann ich noch zwei von denen Rainbow machen. Sehr gut. Und 57 Millionen haben alle. So, beide. Und was für Enchantments? Magnet, Teamwork und Coins. Oh, Digga. Das ist... Ah, komm. Royalty. Magnet, Charm, Eagle. Mm. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja gar nicht so gut, wie erwartet. Oh. Ich hätte Besseres erwartet, ganz ehrlich. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte Besseres erwartet. Aber wir können den hier wegpacken zum einen. Weil da ist dieser Angelus zum Beispiel schon mal stärker mit Magnet. Ich habe jetzt zwei Magnet-Dinger. Hättest du mir nicht ein Royalty oder so geben können? Oh, Mann. So, er hat Royalty, der Wyvern of Hades. Der Phantom Wolf hat Royalty und Strength 4. Was hast du? Teamwork und Fantasy Coins. Die haben alle Fantasy Coins, deswegen will ich die nicht wegpacken. Der hat Strength 4 und ist halt damit auch besser als der Angelus. Aber ich will den eigentlich schon in mein Team packen. Ich packe den Phantom Wolf raus, weil ich glaube, dass der zu schlecht ist mittlerweile für mein Team. Und dann noch drei Angelus jetzt. Ich habe jetzt drei goldene Angelus und einen Wyvern of Hades in Golden in meinem Team. Und darauf machen wir jetzt noch ein paar Wyvern Eggs. Wie heißen die Eggs nochmal? Ah, nein, ich will Auto-Delete anschalten. Oh, ich ganz vergessen. Rare und Basic wegdeleten. Und Turn On. Dann hoffe ich jetzt noch auf einen guten goldenen Wyvern of Hades mit Glück. Da hätte ich jetzt kein Problem mit. Gib mir noch einen einfach davon schnell. Aber ich weiß nicht, ob wir einen bekommen. Ich würde mich über einen sehr, sehr freuen. Also es wäre schon ziemlich nice, jetzt noch einen Wyvern of Hades zu bekommen, nachdem ich heute schon zwei Angelus bekommen habe. Aber gerade bekomme ich nur ein paar Rare Pets. Oh, hier noch ein Epic Pet. Aber noch keinen Wyvern of Hades bis jetzt. Noch nicht. Es wird Zeit, einen Wyvern of Hades zu bekommen. Es wird Zeit. Hellchicks, Hellrocks. Nee. Brauchen wir alle nicht. Aber ich finde es wirklich krass, dass ich jetzt drei Angelus bekommen habe. Oder alle drei haben wirklich keine guten Enchantments, weil Glittering und Magnet sind wirklich nicht so gut wie Royalty. Royalty ist so verdammt krass. Aber Glittering und das andere, wie ist es nochmal? Keine Ahnung. Magnet ist nicht so gut. Aber da gerade zwei Epic Spiders, auch ganz cool. Freue ich mich natürlich auch drüber. Auch wenn ich nicht weiß, was ich gerade mit denen anfangen soll. Egal. Ein Demon, ja, nimmt man mit, würde ich sagen. Man nimmt ihn halt mit. Aber den Wyvern of Hades nimmt man natürlich auch mit. Da würde ich mich nicht beschweren darüber. Jetzt habe ich gerade mein Handy gesucht und dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, ich habe das oben liegen gelassen. Oh, das lädt ihr noch oben. Soll das irgendwann mal holen, aber keinen Bock jetzt zwei Stockwerke rauf zu gehen. Obwohl, wisst ihr was? Ich bin ein professioneller YouTuber. Ich mache es jetzt so, ich gehe jetzt hoch und lasse ich das hier einfach mit erhöhter Geschwindigkeit laufen währenddessen. Mache am besten noch den Chat auf, damit ich sehe, ob ich irgendwas Gutes gehatcht habe. Wahrscheinlich, aber eher nicht. Und ja, ich lasse das heute einfach, keine Ahnung, ich speed das ab später.
So Leute, ich bin wieder da und habe ich irgendwas verpasst? Ich denke nicht, oder? Kein Legendary oder Mythical Pet, nichts verpasst. Oh, nur ein paar Epics hier in Demon. Ah, jetzt wäre es doch mal Zeit für den Wyvern of Hades. Wie lange geht denn mein Mythical Boost noch? Nicht mehr lange, denke ich, oder? 15 Sekunden nur noch. Das schaffen wir doch. Also mein Ultra Lucky Boost, meinte ich. In der Zeit schaffe ich es doch noch schnell, einen Wyvern of Hades zu bekommen, oder nicht? Das sollte doch kein Problem sein. Ja, Ultra Lucky Boost ist endet. Ich muss den schnell neu reinpacken. Hier, Super Lucky auch noch gleich. Ich glaube, vielleicht waren diese 125 Milliarden oder was ich hier jetzt angesetzt habe zu öffnen, ein bisschen hochgegriffen, weil damit kann ich ziemlich viele Eier öffnen. Ich habe jetzt erst ein Viertel down und öffne schon 5 Minuten oder so. Ja, aber kein Problem. Dann ist die Chance wenigstens höher, dass wir einen bekommen. Nee, Demon braucht keiner. Hellspider braucht eigentlich keiner. Lass doch den Demon weg. Niemand braucht dich. Na doch. Ich nehme ihn schon mit. Also, ja. Yeah, noch ein Demon. Oh, oh mein Gott, ich habe gerade überhaupt nicht hingeschaut. Und ein Golden Wyvern of Hades, hier haben wir ihn. Yeah, das dritte Mythical in einem Video. Wow. Ich würde sagen, ich öffne jetzt trotzdem einfach noch weiter und speed das ein bisschen ab für euch wahrscheinlich. Und dann zeige ich euch, sobald ich irgendwas Gutes gezogen habe. Sowas wie ein Hellspider zum Beispiel. Aber ja, das ist ein Wyvern of Hades. Hier, einen haben wir schon mal. Das ist sehr, sehr schön. Dann fehlen mir jetzt nur noch 4 für Rainbow. Das heißt, mir fehlen noch 4 Wyvern of Hades und 3 Angelus. Das ist komplett möglich eigentlich, finde ich. Oh Leute, da muss ich kurz vorbeischauen, der Traveling Merchant ist da. Ich habe jetzt die ganze Zeit Eier geöffnet. Leider seit dem Wyvern of Hades nur noch ein paar Epics hier bekommen, hin und wieder. So nicht wirklich gute Sachen. Ich kann jetzt mal schauen, was mein Wyvern of Hades für Stats hat. Und es ist Royalty, Chestbreaker 1 und Diamonds 4, das ist stark. Das ersetzt einen Royalty-Typen tatsächlich oder einen Strength 5-Typen, Empyrean Fox. Ziemlich gut, weil Chestbreaker sehr, sehr stark ist. 50% Schaden an Kisten nochmal und wir bauen natürlich immer nur die große Kiste ab. Aber jetzt muss ich mal kurz zum Merchant schauen. Vielleicht hat er noch ein Legendary Pet für mich, das ich brauchen kann. Nen Free-Headed Dragon. Perfekt. Den brauche ich in Rainbow. Das ist perfekt. Den brauche ich wirklich noch. Jetzt habe ich den auch in meiner Collection hier. Den Free-Headed Dragon. Hier haben wir ihn. Dann brauche ich jetzt noch einen Standard Samurai Dragon. Ich brauche ein Unicorn. Noch ein Unicorn. Nen Golden Agony. Golden Agony ist easy zu machen. Ich muss einfach ein paar Will-O-Wisps hier fusen. Ein Pegasus in beiden Standard und Sphinx in beiden Standard. Und ein Kraken in Legendary Rainbow. Okay. Das ist gar nicht so viel, aber ich würde sagen, Leute, es geht wieder weiter. Ich habe noch knapp 50 Milliarden zum Verbrennen hier. We'll be right back.
Okay, Leute. Apparently habe ich jetzt kein Geld mehr. Ich habe alles rausgeballert. Wie viele Epics habe ich jetzt bekommen? Oh mein Gott, ich habe viele Spiders und viele Demons bekommen. Aber keine weiteren Wyvern of Hades. Das heißt, wir belassen es anscheinend heute doch auf nur 3 Wyvern of Hades oder so. Nein, 3 Mythical Pets. Ah, ich hätte eigentlich schon mehr erwartet, ganz ehrlich. Das ist eine schwache Leistung. Das sind dann wohl hier 3 Mythicals heute, 2 Wyvern of Hades und 2... Nein, 1 Wyvern of Hades und 1 Angelus. Genau so ist es. Schwache Leistung. Jetzt kann ich noch schnell bei der Mine die 2 Legendaries auf Rainbow machen, ganz kurz. Und dann habe ich wirklich OP-Pets mittlerweile. Also ich habe ganze Zeit schon OP-Pets, aber so OP-Pets. Das ist schon krass. Dafür spiele ich halt aber auch das Spiel den ganzen Tag gefühlt. Wie viele von denen habe ich jetzt dann? 10 Stück schon. Okay, ich kann ja auch mittlerweile 18 Pets equippen. Dann ist es ziemlich stark. Was haben die? Diamonds 1, Gifts 1. Da werde ich mal schauen, dass ich denen vielleicht noch ein paar gute Enchantments gebe. Aber Leute, ich würde dann aber auch an der Stelle sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich wieder vielleicht ein paar krasse Mythicals hatche. Und heute 18 Uhr im Livestream. Wir sehen uns.